Hier ist euer Strickling. Ich zeige euch heute das Arbeiten des Fersenkäppchens Schritt für Schritt. Hier seht ihr das fertige Käppchen. Dieses Käppchen wollen wir jetzt Schritt für Schritt nacharbeiten. Hier seht ihr meine fertige Fersenwand, die wir im letzten Video zusammen gearbeitet haben. Nun werde ich die Maschen der Fersenwand in drei Teile einteilen. Und zwar in drei gleiche Teile. Ich habe hier 28 Maschen und werde sie in einem Verhältnis 9, 10, 9 verteilen. Für die Verteilung nehme ich meine Maschenmarkierer, hier meine drei Büroklammern, die haben sich hier verhängt, die muss ich erstmal auseinandernehmen. So, jetzt gleich draußen und dann beginnen wir. Ich stricke nun 9 Maschen. Die Anzahl der Maschen richtet sich natürlich danach, wie breit eure Fersenwand ist. In der Regel gilt, es werden 3 gleiche Teile gebildet für die Maschenwand. Wenn ihr mehr Maschen habt, das heißt, es lässt sich nicht durch 3 teilen, werden die überzähligen Maschen dem mittleren Teil zugeschlagen, damit ein gleiches Verhältnis besteht an den jeweiligen Seiten. So, jetzt ziehe ich meinen Maschenmarkierer ein, dann stricke ich die nächsten 10 Maschen ab. Die Maschenmarkierer benutze ich nur in den ersten 1 bis 2 Reihen. Danach sehe ich eindeutig, an welchen Stellen ich abnehmen muss und kann deshalb ohne sie weiterarbeiten. So, jetzt habe ich die Maschen des Mittelteils gestrickt, eine zu viel. Linken Nadel habe ich nun noch die Maschen des Seitenteils und ihr erinnert euch, mein runden Anfang ist immer dort, wo mein Anfangsfädchen ist, also in der Mitte der Fersenwand. Ich habe einige Maschen darüber gestrickt und auf dieser Seite beginne ich nun mit der Abnahme für die Fersenwand. Ich zähle meine Maschen, ich brauche hier 9 Maschen, das habe ich auch. Das hier ist die 10. Masche. Und diese beiden Maschen werde ich nun für das Käppchen zusammenstricken. Also die letzte Masche des Mittelteils und die erste Masche des Seitenteils stricke ich nun zusammen. Und zwar, ich hebe die beiden Maschen ab. Ich möchte ja eine einheitliche Linie bekommen in der Abnahme. Erste Masche, das ist die des Mittelteils, das ist die des Seitenteils. Und nun stricke ich die beiden Maschen zusammen. Dann wende ich mein Strickstück, so, und dann hebe ich diese erste Masche einfach ab. Ich ziehe den Faden etwas nach vorne, damit ihr das besser sehen könnt. So, diese Masche habe ich nun einfach abgehoben und dann stricke ich die Reihe mit linken Maschen zurück. Und zwar bis zu meinem Maschenmarkierer. Eine Masche vor dem Maschenmarkierer halte ich an. Ich noch 2 Maschen. Das sieht so aus. Ich muss mal kurz zählen. So, das ist meine Masche vor dem Maschenmarkierer. Auch die wird jetzt zusammengestrickt mit der ersten Masche auf dem Seitenteil. Ich nehme meinen Maschenmarkierer raus, hebe die noch nicht gestrickte Masche zurück und nun stricke ich beide Maschen links zusammen. Dann wende ich wieder meine Ferse und hebe die erste Masche auf der rechten Seite ab. Dann stricke ich die Maschen rechts ab, bis ich zu der nächsten Abnahmestelle komme. Die Maschenmarkierer habe ich inzwischen entfernt, da sie mich jetzt behindern, wenn ich die Maschen zusammenstricke. So, jetzt bin ich am Ende angelangt. Ich hebe wieder die letzte Masche des Mittelteils ab und die erste des Seitenteils und dann stricke ich die beiden Maschen zusammen. Jetzt wende ich mein Strickstück, hebe die Masche ab und stricke mit linken Maschen weiter. Ich fahre so fort, bis ich alle Maschen des Seitenteils mit den Maschen des Mittelteils zusammengestrickt habe. In meinem Fall also 9 Runden. Jetzt bin ich gleich wieder an der Stelle des Zusammenstrickens. Hier 2 linke Maschen, die ich nun zusammenstricke. Ah, habe ich den Faden verloren? Nochmal.
Jetzt habe ich noch eine Masche, die ich in der nächsten Reihe dann zusammenstricken muss. Ich habe es gewendet, mein Strickstück, hebe die Masche ab und stricke die Maschen, die nun auf meiner linken Nadel sind, rechts ab. Ihr seht jetzt schon, wie sich das Käppchen bildet durch das Zusammenstricken der Maschen. Jetzt wird die abgehoben, die nächste wird auch abgehoben. Das war jetzt die letzte auf dieser Nadel. Ich stricke die Maschen zusammen und wende mein Strickstück. Jetzt arbeite ich genauso auf der linken Seite. Hier hebe ich die Masche ab. Ihr seht es. Und dann stricke ich linke Maschen. So, jetzt habe ich es gleich. Ich komme zum Ende. Jetzt stricke ich diese beiden Maschen auch noch zusammen. Und dann habe ich mein Käppchen fertig gestrickt. Ihr seht es hier. Ich sortiere mal mein Strickzeug. So, jetzt könnt ihr das Käppchen, das sich gebildet hat, durch das Zusammenstricken der Maschen schön sehen. So sieht es von der einen Seite aus. Und ihr seht, indem ich die Maschen immer auf die gleiche Art und Weise zusammengestrickt habe, bildet sich hier eine schöne Kante. Hier seht ihr die linken Maschen, die ich gearbeitet habe bei der Fersenwand. Und die Randmasche wird jetzt aufgenommen werden, um den Fuß weiter zu stricken. Das zeige ich euch im nächsten Video.